Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute aus dem Stream. Die Grand Party Matches dachte ich, nehme ich mal mit. Kann ich euch mal ein bisschen zeigen. Ich hoffe, das funktioniert dann nachher auch mit dem Editieren. Dann kann ich euch ein bisschen zeigen, wie ich meine Gegner so aussuche. Hier haben wir jetzt einen Koreaner. Der hat hier ein In-Team. Der hat ein Dex-Team und der hat ein Strength-Team. Das ist eigentlich ein gefundenes Fressen, außer es läuft irgendwas super schief. Strength-Team, gut. Da müssen wir hier mal kurz ins Setup reingehen. Weil ich habe jetzt hier in dem Team ein Dex-Team gebaut. Und das würde ich dann gerne wieder auf Quick umändern, logischerweise, wenn wir dagegen rennen. Auch wenn es vielleicht nicht dazu kommt. Was packen wir denn rein? Wir haben einmal Tesoro. Dann haben wir den Fujitora. Shiki. Kaido und Worster Kaino. Genau. Und auf der Bank Blue Gem, Kanjuro, Shiryu. Fertig. Fertig. So. Dann gehen wir wieder zurück. Guck mal, was haben wir denn hier jetzt als Gegner drin gehabt? Er hatte Int als erstes. Dagegen spiele ich natürlich mit Free Spirit. Dann hat der Dex, dagegen spiele ich mit Slasher und dann spiele ich natürlich mit Quick gegen Strength am Ende. Wenn es dazu kommen sollte überhaupt noch, keine Ahnung. Aber so passt das. Ich check nur noch mal kurz mein Setup, dass das erste Team hier halt auch wirklich Free Spirit ist. Ja, das ist richtig und dann gehen wir da mal rein. Leader Kit ist jetzt nicht so ein krass guter Leader, also sollte das eigentlich jetzt nicht so ein Riesenproblem werden. Wir schauen mal. Ich meine, wie gesagt, wir müssen das Game hier ja auch nicht gewinnen. Es reicht ja, wenn wir am Ende mehr Units haben. Skippen möchte ich das aber auch nicht, weil ich schon sehen will, was da passiert. Also normalerweise hat Free Spirit keine Probleme mit Int. Aber das hier ist ja auch nicht ein Standard-Int-Team so. Obwohl, wahrscheinlich schon mit Konis mittlerweile. Einfach. Aber es ist vielleicht nicht komplett Standard. Ja gut, den King brauchst du auch nicht. Hier auf der Bank, das kann auch einfach alles sein. Das ist halt völlig egal. Also. Okay, Uta hat schon mal wie immer keinen Damage gemacht. Das ist schon mal sehr nice. Ah, ist halt crazy. Also wenn Yamato Ace am Anfang schon so viel Damage macht, dann weiß man schon, das gegnerische Team hat nicht sonderlich viel Def. Die gegnerischen Units stehen jetzt aber nicht besonders gut für Vito Oden, wenn er gleich zündet. Es ist, glaube ich, okay. Action Bind auf Oden ist natürlich ein bisschen madig. Aber wenigstens nicht Special Bind. Ich meine, noch ist hier nichts passiert. Er hat seine ganzen Specials benutzt und ich habe halt so ungefähr 1% HP verloren. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Sanji wird jetzt gleich unsere Specials ein bisschen ran chargen. Vito Oden ist eh schon die ganze Zeit ready, aber wie gesagt, der wurde ja geaction bindet. Ist ein bisschen belastend. Aber diesmal wird er nicht geaction-bindet, er ist jetzt dran. Ich glaube, die Pose von ihm ist auch ganz gut, so mittendrin, da trifft er zumindest zwei Units. Und sobald wir unter 40 Sekunden kommen, wird sowieso ekelhaft für ihn, wegen Luffy Yamato. Okay, es wird jetzt schon ekelhaft. Okay, okay, okay. Ekelhaft hat schon angefangen. Ja, okay, das ist dann jetzt wohl pretty much over. Luffy Yamato ist so eine insane Unit im PvP, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, das kann man dann an diesem Punkt skippen. Wir werden wohl beide keinen Burst mehr irgendwie zusammenbekommen hier. Yep. Easy peasy. 8-0. Gut, und dann spielen wir jetzt natürlich hier mit Slasher gegen Dex. Und ich glaube, dann wird sich das letzte Game gar nicht mehr austragen. Würde ich mal behaupten. Außer wir haben hier natürlich jetzt Horrible RNG. Aber ich habe das ja gestern im Stream schon gesagt, ich spiele ja in Grand Party ein anderes Slasher-Team als im PvP, weil ich einfach weiß, ich muss nicht das gegnerische Team besiegen, sondern ich muss einfach überleben. Und deswegen spiele ich einfach das Full-Tank-Slasher-Team mit Roger Whitebeard, was im Zweifel dann zwei Units oder vier Units nur killt. Meistens gewinnt es halt trotzdem, aber halt selber sehr schwer ist zu killen.
Das finde ich im Grand Party ein bisschen safer, weil, wie gesagt, Grand Party ermöglicht es einem halt einfach, dass man nicht gewinnen muss. So, das ist, es reicht einfach mehr Units zu haben als der Gegner. Ja, das ist ein easy win. Ist auch, ja, wie Alien gerade gesagt hat, auch nicht wirklich ein gutes Dex-Team, sondern eher so ein Anti-Quick-Dex. Gut, ich kann jetzt hier Roger Burst natürlich auch einfach zünden, das ist völlig egal, es ist eh over. Also. Deswegen ist das ziemlich nice. Da macht der Oden hier den One-Shot und dann bleibt nur noch eine Unit übrig, der arme Cavendish. Und damit haben wir das erste Grand Party Game auch schon gewonnen. Dann hätte ich das letzte Team gar nicht umbauen müssen, aber man weiß ja vorher nie, better safe than sorry. Müssen wir es im Zweifel gleich wieder zurückbauen, wenn ich wieder ein Dex-Team brauche. Eigentlich müsste ich ja eigentlich mal ein zweites Line-Up so bauen mit den Teams. Da war ich bis jetzt noch zu faul für. Das würde wieder einiges an Zeit sparen. Ja. Gut. Oh, dann schauen wir mal. Hier haben wir Pro Kemich und der hat auch Kid Lead. Das sollte auch ein easy win sein hier. Ja, das ist super easy. Da gehen wir natürlich auch ins Setup. Und bauen natürlich das Quick-Team wieder in Dex-Team zurück. So. Dex. Packen wir Kit wieder rein. Dann packen wir... wen hatte ich denn noch in meinem Dex-Team immer drin? Tatsächlich. Ich glaube, ich habe einfach ihn reingetan. Ich habe Luffy da drin. Ich habe Doflamingo drin und ich glaube, ich habe Kaido vs. Yamato drin. Das ist, glaube ich, so mein Standard-Dex-Team in Grand Party. Kannst du dich auf 10.000 verschiedene Weisen bauen. Das ist wahrscheinlich alles in Ordnung. Pell auf die Bank. Sobamask auf die Bank. Und Smoker habe ich hier, glaube ich, auf die Bank gepackt und dann passt das. Zack. Genau, bei Moria hatte ich im Stasher-Team auf der Bank. Gut. So, dann haben wir hier als erstes einen Quick-Gegner, wie gesagt. Ich kontrolliere nochmal schnell. Ihr habt sogar dieses super squishy Quick-Anti-Strength-Team. Damit sollten wir gar keine Probleme haben. Packen wir Dex nach vorne. Gegen Strength spielen wir... tatsächlich überlege ich gegen Strength einfach... Ist ja egal, das Game müssen wir nicht mehr gewinnen. Ich glaube, gegen Strength spiele ich einfach Striker. Beziehungsweise nicht Striker, sondern Slasher spiele ich einfach dagegen, gegen Strength. Und ich spiele dann einfach meinen Free Spirit als letztes Team. Müsste auch so passen, oder? Gucken wir nochmal rein ins Setup. Free Spirit, davor Slasher und davor Dex. Das ist in Ordnung, denke ich mal. Schau mal an, was es gibt. Bei Dex-Teams kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Ich glaube, das erste Game sollte ich im Zweifel auch einfach skippen können. Ich weiß nicht, ob wir uns das hier jetzt großartig angucken müssen. Dex gegen Quick. Hallo, wieso stirbt hier nichts? Okay, jetzt stirbt alles. Alles gut. Hat ein bisschen gedauert. Alles gut. Gut, und dann spielen wir jetzt einfach mit Slasher gegen dieses Strength-Team. Das kann man sogar verlieren, das Game, würde ich sagen, einfach weil das dieses RNG-Strength-Team ist mit den ganzen HP-Cuttern und Units, die durch die Death gehen. Aber ist ja im Endeffekt egal, weil wir haben dann Roger Burst fürs dritte Game mit dem Free-Spirit-Team und das sollte relativ simpler Win sein dann tatsächlich. Ja, wir gucken mal, wie das Game hier ausgeht. Das gucke ich mir jetzt auf jeden Fall an. Strength ist jetzt auch nicht das schnellste Team auf diesem Planeten. Ist halt ein bisschen bitter, dass Jack hier seinen Perfect Launch bekommt. Aber ansonsten ist eigentlich noch alles okay. Wir kriegen auf jeden Fall Shanks Crew durch, bevor irgendwas passiert. Und Strength ist natürlich ultimativ squishy, das Team, ne? Also, vor allem, wenn man das so baut, wie er es gebaut hat. Guckt euch mal an, wie viel Damage K-Dad macht. Das ist insane.
Boa ist halt noch nicht mal ready, weil sie halt so slow ist. Das ist halt auch der Grund, warum ich sie im PvP nicht mehr so wirklich mag. Ich habe sie halt zu einem Zeitpunkt gepullt, wo ich sie eigentlich nicht mehr haben wollte. Das ist ein bisschen belastend. Ah, jetzt kommt Kuma. Ja, das ist halt ein bisschen bad jetzt. Die Gegner sind halt alle relativ low. Leider habe ich aber auch keine Specials, die mehr ready sind. Deswegen würde ich hier, glaube ich, das Risiko nicht eingehen wollen. Vor allem, weil Kid mich jetzt einfach killen wird. Im Zweifel, ja. Ich glaube, ich nehme hier einfach den Loose gegen das Team und gewinne dann einfach das dritte Game. Ich habe mir sowas im Endeffekt schon gedacht. Das ist halt schon ein bisschen eklig, das Team. Weil es halt so viel Damage hat durch die Death. Und ich habe es leider nicht schnell genug gekillt bekommen mit dem Team. Ich glaube, wäre Roger einfach... Ah, ich weiß nicht. Wenn selbst wenn Roger ein bisschen früher ready gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, trotzdem nichts geworden. Gut, wir gehen jetzt ins letzte Game rein mit einem Roger Special mit einem Free Spirit Team. Da habe ich jetzt eigentlich nicht vor so vielen Gegnerteams Angst. Und er spielt Dex oder was? Was ist das? Das ist ein Dex-Team. Ja, das sollte easy sein. Wir warten natürlich auf einen guten Moment mit Roger und zünden das nicht einfach irgendwie. Das heißt, kurz bevor Yamato Luffy jetzt das erste Mal ready ist, hauen wir Roger rein. Weil das Team hat schon gehörig Death. Dex ist aber halt auch relativ slow. Mal ganz abgesehen davon, dass Free Spirit sowieso genauso viel Death hat wie Dex. Deswegen wird das Dex-Team niemals da durchkommen. Aber es geht natürlich auch darum, dass man selber überhaupt ein paar Units down bekommt. Das ist ja das Wichtige. So, ich werde jetzt hier, bevor Oden zündet, meinen Roger Burst benutzen. Aber ich werde noch ganz kurz hier das abwarten. Das kann er ruhig zünden, das macht eh keinen Schaden. Und dann benutze ich Roger Burst und jetzt gehen alle Specials, gehen da in die Death Down rein. Vor allem Oden, der jetzt hier vorne gleich 4 Units oder so treffen wird. Rife getriggert. Sanji ist auch ready. Natürlich auch sehr viel Schaden einfach, ohne wenn die Gegner Step Down haben, ne? Und dann wird wahrscheinlich, weil der Step Down immer noch da ist, wird wahrscheinlich Luffy Yamato hier jetzt mindestens 3 Units killen, wenn nicht sogar alle. Ja, okay. Ich glaube, das brauchen wir uns auch nicht zu Ende anzugucken. Das ist ab diesem Punkt dann ein easy win. Das war das zweite Grand Party Match. Damit haben wir unsere 8 Wins schon zusammen. Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch hier haben, was wir nehmen können. Okay, 2 Roger Whitebeards. Die kann ich obviously beide angreifen. Das ist halt schon wieder so ein ekelhaftes Strength-Team. Ich werde das jetzt aber trotzdem mal so machen. Ja, genau. Wir greifen das hier an, definitiv. Und ich werde mal kurz ins Setup gehen. Also Dex gegen Quick ist obviously totally fine. Aber ich werde jetzt für dieses Game mal mein zweites Team umbauen. Mein Slasher-Team. Und das einfach hier mit Roger Lead in ein Quick-Team umwandeln gegen Strength, bis ein besseres Matchup zu haben. Es macht einfach mehr Sinn, als sich da so ein heftiges RNG festzugeben. Das Ding ist halt, gegen Strength, vor allem in diese Strength-Varianten, würde ich aber lieber auf ein mehr tankiges Quick-Team vertrauen wollen, anstatt auf dieses Driven-Quick-Team, weil mich das immer ein bisschen gegen Strength war, immer ein bisschen kritisch. Das heißt, Isokiko ist hier der absolute Winner. Das heißt, wir bauen halt im Endeffekt dieses OG-Quick-Team da rein. Und das bedeutet, wir haben hier natürlich jetzt trotzdem... Ne, ich glaube, hier Shiryu ist da drin gewesen. Dann habe ich da, glaube ich, Magellan drin gehabt wegen der Stability. Kaido und Akainu. Und von der Bank ballern wir dann einfach Blue Gem rein. Wir ballern aber erstmal Fujitora, Blue Gem. Und ich glaube tatsächlich, ich will immer noch lieber versus Whitebeard als den Kanjuro haben. Und das hätte ich gerne als mein zweites Team. Und dann nehmen wir Free Spirit wieder zum Abschluss, falls hier alle Dämme brechen. Dann haben wir noch unseren Joker in der Rückhand. Roger ist auch immer noch als Lead eingestellt. Wir spielen erst mit Dex gegen Quick.
gehen wir da mal rein. Das skippen wir halt auch wieder. Als ob wir... Es dauert halt echt schon immer lange, um die Units zu killen, ne? Das ist Wahnsinn. Aber ich habe hier... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, normalerweise hätte ich das Dex-Team hier jetzt auch noch umbauen müssen. Ich hätte einfach die Black... Also gegen dieses Quick-Team hätte ich die Blackbeard-Variante spielen müssen, um super safe zu sein. Aber da hatte ich jetzt keine Lust drauf. So ging es ja auch. Ist in Ordnung. Aber wenn ihr das selber spielt, dann holt euch lieber... spielt das lieber mit der Blackbeard-Variante. Und ja, die 6 Sekunden sind aber eigentlich egal, weil es halt einfach darauf ankommt. Wie gesagt, es ist Grand Party. Ich muss ja nicht gewinnen. Solange ich mehr Units am Ende habe als mein Gegner, gewinne ich ja automatisch auch. Und, deswegen ist das totally fine. Wie gesagt, sobald man bei 30 Sekunden ankommt, killen dann auch so Standard-Decks-Units, sage ich mal, so ein Quick-Team. Aber wie gesagt, besser wäre es, in das Matchup mit V1 Blackbeard reinzugehen und nicht mit dem Decks-Team, was ich jetzt gespielt habe. Ja, hier ist jetzt halt ganz simpel. Ich werde hier Roger sehr early benutzen, weil Quick einfach ein sehr schnelles Team ist. Das bedeutet, ich werde sofort auf meinen Akainu, meinen Roger, sage ich mal, abusen für den heftigen Schaden. Akainu killt hier halt eigentlich sofort 2 Leute, ne? Also, das ist halt das Nice an diesem Oldschool-Quick-Team gegen Strength, sage ich mal, weil du viel, viel schneller bist. Dieses Standard-Driven-Quick-Team ist sehr langsam und ich mag das nicht, gegen Strength das zu spielen. Dieses uralte Standard-Quick-Team ist einfach absoluter MVP gegen Strength. Es hat überhaupt keine Chance. Vor allem, wenn ihr einen Roger Burst ready habt, das hier ist der absolute Auto-Win gegen Strength mit dem Team. Immer noch. Deswegen spiele ich das auch so gerne als Alternative zum Driven Team, wenn der Gegner sich entscheidet, dieses ekelhafte Strength Team zu spielen, wo diese ganzen Sachen durch die Death gehen. Ja, das war's. Das waren die 3 Grand Party Matches für heute. Mal gucken, ob ich auch morgen die Dinger wieder aufgenommen kriege. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr mir das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, Samurai! Come, Sari!